Und damit willkommen zu einem neuen Projekt oder einem Let's Test. Wir gucken mal, wie es wird. Wir haben auf jeden Fall von Housebuilder schon die Demo gespielt. Die fand ich eigentlich recht gut. Da mussten wir ein Iglo zusammen basteln. Ich bin mal gespannt, wie jetzt das vollwertige Game ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Hier, das hatten wir. Das hatten wir gemacht. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Okay, nicht bezahlt wird es. Ein Iglo-Haus, das ist so das Tutorial. Ne? Wir müssen ja auch nochmal wieder reinkommen. Deswegen aktivieren wir das jetzt mal. Was ist das? Das weiß ich nicht. Der Schraubenschlüssel. Der erste Schraubenschlüssel. So schnell bin ich nicht. Schön, dich auf der Baustelle zu sehen. Hoffentlich schreckt dich das Wetter nicht ab. Seien wir doch mal ehrlich, das ist ein knallhartes Geschäft. Wenn du sicher weißt, bauen wir überall auf der Welt. In Zukunft kannst du dich auf größere Gebäude, huch, meine Maus ganz merkwürdig, die hängt da fest, Gebäude, mehr Handwerker und einige bauliche Herausforderungen. Oh, ich kann den Controller nutzen? Warte, das will ich ausprobieren. Ah, jo. Wo bin ich stehen geblieben? Bauliche Herausforderungen gefasst machen. Das Free Mind Team wünscht dir viel Spaß. Und wir haben ja jetzt schon einige Spiele vom Free Mind Spiel gespielt. Farmers Life ist immer noch mein absoluter Favorite. Also es macht so Spaß. Da sitze ich ja jetzt auch immer noch zwischendurch und nehme auf. Mega geil auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie das gehen wird. Wie willst du spielen? Nee, ich nehme mal den Controller, wenn es geht. Wenn Sie den Gamepad-Modus ausschalten möchten, Steuergerät ziehen, einschließlich Rennrad, drücken Sie A, um fortzufahren. Oh, schön. Schön eisig, du. Schön eisig. So, Feuer haben wir am Start. Da können wir uns ein bisschen aufwärmen. Da können wir auch Feuerholz nachwerfen, ne? Lässt mich mal durch, Hundi. Halten. Und dann können wir einfach, zack, können wir uns ein bisschen aufwärmen, ne? Haben wir ein bisschen, zack. So. Hilfpanel. Schneeblöcke. Und dann, zack, rein und so. Das kennen wir schon. Aber ich muss trotzdem noch gucken, das Tutorial, weil, huch, wir müssen festhalten. Ich muss lernen, ne? Ich muss lernen. Haben wir kaputt gemacht. Wo kriegen wir neue Eisblöcke her? Wie war das nochmal? Soll ich nach oben gucken oder was? Hebe das Messer auf. Wo siehst du ein Messer? Ah. Ah, so ist aufheben. Okay. Hebe, geh näher an eine mögliche Schneeeisquelle heran. Okay, wir gehen an eine mögliche Schneeeisquelle ran. Das ist eine... Ist das eine? Oder... Ah, nee, das ist hier. Knochenmesser. Bevor Sie beginnen, müssen Sie ein Iglo-Knochenmesser finden. Drücken Sie E, um es zu greifen. Haben wir. Leere Quelle. Wenn du siehst, dass es kein Eis mehr in dem Loch ist, suche nach einer anderen Quelle. Wenn Sie bereits ein Messer in der Hand haben, zeichnen Sie eine Kontur entlang der sichtbaren Spur auf dem Eis. Während Sie... Ja, das ist schön. Die Erklärung passt aber nicht, wenn ich damit einen Controller das mache, ne? Aber das war so... Oh, ey, ich drifte weg. Ich konnte da nichts zu. Der ist einfach weggedriftet. Ich komme hier nicht weiter. Ist schwer durchzukommen. Hier ging es schneller. Aber voll verkackt, sind wir mal ehrlich, ne? Sind wir mal ehrlich. So, ich bringe rüber. Bauen. Ach, ich habe mehr jetzt. Aber jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wie viel wir haben. Schnelltipp. Um mit dem Bau des Iglus zu beginnen, müssen Sie zunächst Eisblöcke herausschneiden. Schnappen Sie sich dazu das hervorgehobene Knochenmesser. Gehen Sie dann in die Nähe des Eis. Ja, das kennen wir ja schon. Das hatten wir ja schon gemacht. Ach, das war nur ein mehr. Open the Skill-Menü. Okay, gucken wir mal. Geschäft. Fähigkeiten bauen. Da ist er. Okay. Eskimo Bauernfänger. Mit dieser Fähigkeit schneidest du zweimal so viele Schneeblöcke. Oh, das ist wichtig. Das müssen wir machen. Alles klar, haben wir. Ich gehe mich mal eben am Feuer wärmen. Bin ich aus Stoff? Warum habe ich so komische Stoffarme und so komische Stoffhandschuhe? Das ist merkwürdig. Wie komme ich denn jetzt an mein Messer wieder dran? Das würde mich mal interessieren. Jetzt habe ich es. Ich weiß nicht, womit ich es gemacht habe. Ah, oh. Ich glaube mit R2. Oder hatte ich das die ganze Zeit? Nee, ne? So, vorsichtig. Hier wird schwer. Guck mal, was er hier für Dings macht. Ich kann nicht weitermachen. Ich kann nicht weiter schneiden.
Das Lagerfeuer brennt aus. Du musst mehr Stöcke ins Feuer werfen, sonst wirst du erfrieren. Und jetzt hing er doch noch wieder dran. Das ist ganz merkwürdig. Wir müssen uns mehr beeilen. Also wir müssen ein bisschen schneller werden hier. Aber es hat nicht geklappt. Der hing. Guck mal, er hängt schon wieder. Ich komme nicht weiter. Versuch's mal hier rum. Und da komme ich auch nicht weiter. Ach, liegt es, weil ich zu nah bin? Dann sag das doch. Guck mal, wir können auch direkt mehr mitnehmen. Das ist doch geil. Kann ich auch direkt aufs Messer gehen? Hey, nee, das machen wir nicht. So. Dann können wir vielleicht direkt erstmal schneiden. So, ich halte jetzt mal ein bisschen Abstand. Gucken wir, ob es dann besser geht. Er hängt trotzdem da, wenn ich um die Ecke gehe. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Das läuft nicht so geil. Hier geht es super schnell. Ecke geht dann gar nicht. Und dann macht er einen Riesensprung nach vorne. Da muss man aufpassen. Siehst du jetzt, wenn ich langsam mache, geht's. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Wir holen uns erstmal ein bisschen Eis, bis die Quelle leer ist. Dann bauen wir. Oder er sagt uns gleich, du bist full, du kannst nicht mehr mitnehmen. Das kann natürlich auch passieren. Quelle ist leer. Okay. Nein, die Quelle ist leer. So, wie wechsle ich? Ich hab's immer noch nicht heraus. Hundi, warnst du mich gerade, dass das Feuer ausgeht? Oh, schön. Pro Stock, ja, steigt meine Temperatur. Oder zumindest das Feuer, so ist das. Aber, da war irgendwas. Ah, nach unten drücken. Zweimal nach unten drücken, dann haben wir sie. So, wir haben Fähigkeitsbaum, Hilfepanel. Haben wir irgendwas Neues? Wir gucken. 10. Was kostet das? 21. Oder? Kostet es 21? 61? Bauen 61 mal Eisblöcke. Kaufen zuerst. 100. Und wir haben 10. Das ist richtig, ne? Hier oben. Ich glaube. Lass doch erstmal jetzt die Reihe machen ein bisschen. Jetzt haben wir einen. Kriegen wir auf jeden Fall durch Bauen. Das war's. Wir haben keine mehr. Wir müssen auf jeden Fall erst sammeln. So, aber wir gucken. Was ist jetzt los? Ah, Fotomodus oder was? Geil. Da unten, Fotomodus. Sauber. Fähigkeiten bauen. Also, wir gucken mal. Wir brauchen jetzt... Was ist das? Mit dieser Fähigkeit kannst du 6-mal so viele... Sehe ich nicht. Schneeböcke in der gleichen Zeit schneiden oder was? Schneiden. Okay. Machen wir. Mega. Haben wir. Nach unten drücken. Ich schmeiß mal, glaube ich, nochmal einen Balken schön nochmal rein und vielleicht auch nochmal einen, weil die spawnen einfach. Das ist ganz geil. Dann können wir den einmal voll hochziehen. Ich habe schon gesehen, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Schneequelle. Eisblockquelle, so. Bisschen weiter weg. Jetzt langsamer. Bam. Boah, das ist aber mega. Wenn ich dann auch so viel tragen kann, ist geil. So, aber ich mache erstmal nochmal einen. Bis wir nicht mehr tragen können. So ein Ding ist das. Holy shit. Okay, warte, wir sammeln gleich auf. Wir holen uns erstmal jetzt ein paar raus. Dann ist das einfach leichter. Ja, freimachen. Wichtig. Also ich weiß noch, das gefiel mir auch extrem gut, das Game. Aber wir haben, glaube ich, auch nur das Iglo gehabt. Oder? Nee, ich meine, da kam noch irgendetwas, kam da, glaube ich, noch. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Reicht doch fast, oder?
Wie viele Blöcke brauchen wir denn? Nee, es gibt bestimmt noch eine Quelle hier. Muss es ja geben, weil stell dir mal vor, ich hätte jetzt nicht die Skills genommen. Wir können sogar nochmal, sehe ich gerade. Aber hier, Tempo. Laufanfänger. Mit dieser Fähigkeit kannst du 30% schneller laufen. Holy shit, ey, da sind wir richtig schnell unterwegs hier. This skill will allow you to run and walk 30% faster. Habe ich bekommen, die Trophäe. Jetzt kann ich nichts mehr aufheben. Okay. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder anfangen zu legen. Oh Mann, das verwirrt mich immer so. Wir müssen ja reihum machen. Aber wir haben einen neuen Skillpunkt. Vielleicht können wir damit wieder irgendetwas schneller machen. Vielleicht mehr legen oder so. Ah ne, wir kriegen mehr Eisblöcke. Nehmen wir mit. Haben wir schon mal das Loch am Start. Wo sehe ich denn? Ah, ich habe noch 38 Eisblöcke. Okay. Vielleicht reicht das sogar schon. Ah, nee, es wird knapp, ne? Super! Okay, jetzt von innen, ne? Ja, Hundi, ich bin gleich am Start. Ne, wir brauchen auf jeden Fall noch welche. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich mach rein, guck mal. Damit die auch schön warm ist, weißt du? Mein Bester, guck mal. Ist gut? Wer schneller, Stöcke oder wir? Ja, die Stöcke. Ich schneide erstmal noch, weil ich wissen will, wie viele jetzt rauskommen. Aber wir müssen jetzt hier erstmal noch ein paar mitnehmen. Und dann wird die sowieso versiebt sein, die Quelle hier. Da sind wir durch damit. Noch nicht! Oh! Boah, guck mal, wie viele. Crazy. Er rutscht wieder. Jetzt ist sie leer. Dann nehmen wir mal so viel mit, wie wir noch tragen können. Aber so viel brauchen wir gar nicht mehr. Ein bisschen übertrieben hier. Ein bisschen übertrieben. Guck dir mal die ganzen Blöcke an. Ey. Okay, 97. So viel brauchen wir nicht. Geil, ey. So, da bin ich. Ja, er überspringt immer ein. Aber es steigt gar nicht richtig, ne? 33%? Was fehlt denn noch? So viel kann das doch gar nicht mehr sein, oder? Muss ich echt noch eine Quelle nehmen? Ja, sieht so aus. Ja, safe muss ich noch eine nehmen. Ey, das fällt alles in mein Gesicht rein. Das ist ja voll unfair. Wo bin ich? Ich sehe gar nichts mehr. Hundi? Guck mal, hier. Bitteschön, mein Bester. Und bitteschön. Und, gib mir. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, die erste Folge, die wird ein bisschen... Kürzer würde ich noch nicht mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ich würde gerne immer so ein Projekt abschließen. Aber ich glaube, das wird dann zu lang, die Folgen. Dann wird das so wie bei Arena Simulator. Nee, Renovation. Entschuldigung. Renovation war das. Ach, die ist auch versiebt. Aber wir brauchen nicht mehr. Arena Renovation. Da ist das ja auch so. Da habe ich ja die Folgen aufgenommen. Und am Stück. Und das ist zu lang, glaube ich, einfach. Aber ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Gibt's denn? Ja, den möchte ich auch gerne haben. Wir brauchen nicht mehr, ne? Aber ich nehme alle mit. Was sollen sie hier rumliegen? 45 haben wir noch. Guck mal, genau passend alles. Ich meine, da wäre noch irgendetwas gewesen. Und zwar, wo du Pinguine irgendwie sehen konntest und so. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir gucken mal. Ich sehe nichts.
Jetzt musst du an dem Eingang ein Iglo machen. Um den Shop aufzurufen. Wofür? Ah, cool. Holzbarrikaden. Aber wofür brauche ich das denn jetzt? Da reichen doch gar nicht die, die ich hier habe. Ist doch nichts mehr. 17 Stück da. Das ist ja gar nichts, du. Da. So eine Verarsche hier. Haben wir noch irgendwo eine Quelle am Start? Sonst sieht's ja echt mies aus, ne? Tatsache, wir haben noch eine. Dann nutzen wir das natürlich auch, ne? Bam. Wer weiß, was ich noch bauen muss. Nehmen wir alles mal mit. Also das mit dem Shop war, glaube ich, nicht. In der Demo. Alle mitnehmen. So. Haben wir. Hühnchen, alles gut? Du passt aufs Feuer auf, ne? Jetzt musst du einen Eingang ins Iglo machen. Du kannst ihn auf die gleiche Weise bauen wie die große Kuppel. I know that. I know that. Wir haben es erfolgreich absolviert. Konstruktion beendet. 12 Minuten, 44 Sekunden. 556 Geistespunkte, Fähigkeitspunkte. 669 Meter gelaufen und 260. Was ist das? Hammerschläge. Punkte bekommen. Wir haben alles full bekommen. Full Sterne. Bleib hier oder fortsetzen. Wir setzen fort, aber in der nächsten Folge. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.